are lucky, dass du dieses tolle Kleid bekommst. Hast du es auch verdient? Ich hoffe es doch. Doch, das hat sie. Auf jeden Fall. Toll. Heidi hatte mir gesagt, ich soll mit ein bisschen mehr Ausstrahlung reinkommen. Das hatte ich auch versucht dann einzusetzen oder noch mal zu probieren. Und bin dann mit einem riesigen Grinsen da reingekommen. Ich freue mich, dass du strahlst. Ich freue mich, dass du gut gelaunt bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das Wichtigste, wenn du im Set bist, runterdrehen. Gesichtszüge, alles fallen lassen, völlig erstmal in sich ruhen sein. Und dann war so das Erste, was der Fotograf gesagt hatte, dass ich eher nicht grinsen soll. Geh ein bisschen höher und dreh es zur Seite ein bisschen. Sehr gut. Und spiel noch ein bisschen mehr damit. Weiter, versuch ein bisschen mehr. Sie ist noch nicht so wirklich locker. Ich glaube, du darfst nicht verbissen gucken im Gesicht. Nicht so. Es war ein total schönes Outfit, natürlich sehr schwierig mit den großen Schmetterlingen. Allerdings, ja, war mein Gefühl jetzt auch nicht so toll, wie ich es erhofft hatte. Ein bisschen viel Drama. Aber warte mal, du kannst dich auch ein bisschen bewegen und überrasche mich. So, ein bisschen runter Rücken ist schön. Ich versuche jetzt gerade, mein Gesicht zu lockern, vor allem den Kiefer. Und Christian meinte auch, anfangs lieber komplett neutral. Und das versuche ich gerade zu machen. Weißt du, was mir fehlt? Wow. Das fehlt mir. Wir machen jetzt eine Runde, wo du einfach spielst. Und ich lasse dich einfach machen, was du denkst, auch wenn ich denke, oh Gott, egal. Wir machen einfach. Aber du weißt schon, dass du jetzt viel länger brauchst, ne? Ja. Bei der Ashley. Manchmal klappt es halt schnell und manchmal halt nicht. Deswegen ist mein erstes Ziel erstmal, diesen Spaß wiederzufinden, um mich daran zu erinnern, wieso ich mich hier angemeldet habe. Okay, that's it. Was ihr schwer fällt, ist, sich fallen zu lassen und dabei trotzdem so eine natürliche. Einfach so relaxed auszusehen. Ja. Da ist immer so sehr eine riesengroße Anstrengung dabei auch, ne? Da ist nicht einfach. Es ging, es war also Heidi, mein Max. Es dauert ein bisschen zu lange, ich habe viele Sachen ausprobiert. Es war jetzt so das erste Mal, dass es mir jetzt nicht so viel Spaß mehr gemacht hat, muss ich sagen. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen. Aber ja. Hallo! Hi! Na du? Na? Ich darf schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast den Job bekommen. Dankeschön. Dann hat die Woche ja schon perfekt für dich angefangen. Ja, hat richtig gut. Und genauso machen wir jetzt weiter, Anna. Auf jeden Fall. Und zwar ans Ziel zu kommen. Ja, also meine Aufgabe der Woche ist ja, die Beste zu sein. Das ist ja ultra krass. Wie gefällt dir denn mein neues Haus? Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Ja, da ist sogar ein Bett, also dass die Leute, die hier gestorben sind, vielleicht nicht ins Licht gehen wollten und dann jetzt hier noch ein bisschen schauen. Mhm. So als Rache. Ja, ich glaube, wenn du hier nachts im Bett liegst, dann hörst du noch so im Echo die Schreie der Menschen von damals. Leiden, die Qual. Nein. Oh, war hart. Ja. Und die haben mir gesagt, die hätten solche Riesenwände gebaut, damit man die Schreie nicht so hört. Nein. Naja, du hast ja damals nicht so wie heute diese wunderbaren Narkosen, die ganzen Sachen. Nee, das war erzähl doch nicht sowas. Aber jetzt so, ob da jetzt einer hier drin gestorben ist oder so? Das interessiert mich nicht so. Ich streiche auch noch mal an, insofern. Was war, war. Und ganz entspannt dabei sein. Just be relaxed. Schön. Wow. War das ein Testschuss? Ich hab gehört, da hat jemand gesagt, oh Gott. Also eigentlich haben wir es schon. Ja, also wir haben es schon. Wow. Das sieht super aus. Ja, die Anna macht sich langsam. Freue ich mich für sie. Woche 11, wer hätte das gedacht? Ne, so eine süße kleine Maus. Ich glaube, sie hat sich selber ein bisschen in den Hintern getreten. Hat sich selber ein bisschen angetrieben, nach vorne zu kommen. Well done. Ibi! Anna, danke schön. Anna, heute gefühlt die schnellste. Ja. Die stärkste? Die schnellste, auf jeden Fall. Alter, es war so cool. Das ist so cool. Sie
sie hat zwar nicht gesagt, so die Beste, aber sie hat so viel gesagt, halt die Schnellste, dass es halt sehr, sehr gut war. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht noch dann in der Elimination kommt, dass sie sagt, vielleicht so Wochenbeste, also hoffe ich noch. Aber auch wenn nicht, das ist wow. Anna hat eine sehr gute Woche und darüber freue ich mich auch für sie, weil das meinte genau Heidi halt letzte Elimination. Sie möchte mal sagen können halt, dass Anna die Beste war. Und jetzt hat sie das. I can feel it coming in the air tonight. Ja, ist natürlich blöd, dass ich jetzt noch kein Casting hatte, noch gar nicht die Chance hatte, mich irgendwie den vorzustellen. Dafür musste ich natürlich bei den Shootings und beim Walk dann extra abliefern. Und deswegen sind die dann auch besonders wichtig für mich. Die anderen Mädchen haben schon gesagt, wir sollen wenig posen. Und das wenig Posen, was ich im Kopf hatte, einfach noch mal weniger. Leichte Bewegung, immer so leicht bewegenden Körper. Ich bin mir nicht so sicher mit den Händen da, du? Nee, keine schönen Hände. Tu mal die Hände ein bisschen mehr. Machst du mal so, in die Taille. Und gerade, immer gerade, immer gerade. Und wunderbar, resetten, die Hände verschwinden lassen. Spann deinen Mund und spann deinen Mund. Und locker dich, locker, steh gerade, liebe, entspann dich. Sehr schön, guck zu mir. Entspann dich, steh gerade. Du bist irgendwie verzogen, dein Körper ist nicht gerade. Das ist so unspannend irgendwie. Mund locker, locker, bis in den Mund, ist noch entspannt. Der ist ein bisschen verspannt. Ich kann gar nicht sagen, warum es zu langweilig ist. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Posing machen, aber es ist halt gerade ja auch nicht gewünscht. Ich muss vielleicht noch mehr in meinen Blick irgendwie reinbringen, dass der spannender aussieht. Okay, noch einmal entspannt und du machst mal diese leichte Bewegung. Ja? Ja, du musst nochmal an deinen Mund denken wieder. Ich finde es nicht ganz so prickelnd. Man hat doch echt auch immer wenig Zeit, um das schnell zu machen. Aber ja, ich hoffe, es ist auf jeden Fall was dabei. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass ich nicht in die Top 10 komme. Ich versuche einfach immer noch positiv zu bleiben und mich davon jetzt irgendwie nicht runterziehen zu lassen. Aber ich bange schon ein bisschen. Shall we break? Also für mich sind heute auf der schwächeren Stufe ganz klar Larissa, Ashley und auch Liliana. Ich meine, ihr habt alle gesagt, wir sollen wenig machen, aber dass es so wenig ist, ist halt auch dann wieder so. Also ich habe mich darauf eingestellt, aber es war halt wirklich gar nicht bewegend.